Ist euch schon mal aufgefallen, dass die meisten bekannten Heldengeschichten von Männern handeln? Zu Unrecht. Denn die Geschichtsbücher sind voll von zielstrebigen Frauen, kühnen Damen und unerschrockenen Mädels. Wir haben drei Geschichten solcher wagemutigen Ladies zusammengefasst. Das Auto, Fortbewegungsmittel, Statussymbol und angeblich der deutschen liebstes Kind. Bis heute feiern wir Karl Benz für die Erfindung des ersten Automobils. Was die wenigsten wissen oder auch gerne mal verschwiegen wird, es ist eine Frau, die dafür sorgt, dass diese Erfindung es tatsächlich auf die Straße schafft. Bertha Benz, die Gattin von Karl. Bertha Benz glaubt an das Projekt ihres Mannes und geht volles Risiko. Sie steckt ihr gesamtes Vermögen in die Finanzierung. Gewagt, denn das Automobil steckt noch in den Kinderschuhen. Und Bertha wäre nicht die erste Frau, die ihrem Mann eine erfolglose Idee finanziert. Aber Karl Benz gelingt tatsächlich etwas Sinnvolles. Der Benz-Patent-Motorwagen. Ein Einzylinder-Viertaktmotor auf drei Rädern. Es ist das erste praxistaugliche Auto der Welt. Bertha sei Dank. Doch der Erfinder hat offenbar nicht den Mumm, sich mit dem Automobil in der Öffentlichkeit blicken zu lassen. Na dann? Los? Da ist wieder Bertha gefragt. Sie ist es, die mit ihren beiden Söhnen im August 1888 die erste offizielle Autofahrt unternimmt. 106 Kilometer von Mannheim nach Pforzheim. Die Pionierfahrt steckt voller Herausforderungen. Einen richtigen Treibstofftank hat das Automobil nicht. In den Vergaser passen nur 4,5 Liter und natürlich gibt es nirgends eine Tankstelle. Das benötigte Leichtbenzin muss an Apotheken nachgefüllt werden. Kühlwasser finden die drei in Kneipen, Brunnen oder dem Straßengraben. Und weil die Bremsen beim Bergabfahren Probleme machen, lässt Bertha die Bremsklötze von einem Schuster mit Leder beziehen und erfindet so quasi nebenbei die Bremsbeläge. Die erste Autofahrt der Welt ist aus heutiger Sicht übrigens eine illegale Spritztour. Bertha hat nämlich gar keinen Führerschein. Den ersten und einzigen Führerschein der Welt besitzt damals ihr Mann Karl. Handschriftlich ausgestellt im August 1888. Trotzdem, Bertha beweist mit ihrer mutigen Fahrt, was für ein Potenzial im neuartigen Automobil steckt. Ihr Wagemut und die Erkenntnisse aus ihrer Probefahrt setzen wichtige Impulse für ein neues Zeitalter der Fortbewegung. Wer weiß, was ohne sie aus der Idee des Automobils geworden wäre. In ihrer Heimat Amerika gilt sie als Heldin. Als Ikone der Gleichberechtigung, wagemutige Abenteurerin und als weiblicher Hasardeur der Luftfahrt. Amelia Earhart, Superstar und Vorzeigebeispiel als Frau in einer Männerdomäne. Ihr erster großer Triumph, 1932, überquert sie als erste Frau im Alleinflug den Atlantik. Drei Jahre später bewältigt sie die Strecke von Honolulu nach Oakland, Kalifornien und schafft damit die erste Teilüberquerung des Pazifik. She brings to a triumphant finish her 2400-mile hop from Hawaii after 18 hours in the air. Mutig wie Amelia ist, hat sie noch ein anderes Ziel vor Augen. Sie will mehr. Als 1933 der Amerikaner Wiley Post als erster alleine um die Welt fliegt, ist Amelias Ehrgeiz offenbar geweckt. Sie möchte das auch schaffen und ihn sogar überbieten. Für ihren Rekordflug wählt sie die längste mögliche Route um die Erde, die entlang des Äquators. 1937 startet sie ihre Mission zusammen mit ihrem Navigator Fred Noonan. Die ersten 35.000 Kilometer verlaufen ohne große Zwischenfälle. Am 2. Juli 1937 befinden sich die beiden auf dem Flug über den Pazifik. Geplant ist eine Zwischenlandung auf der Howland-Insel. Doch dort kommen sie nie an. Die Maschine und ihre Pilotin verschwinden spurlos. Es beginnt eine spektakuläre Suchaktion. Über zwei Wochen lang werden Earhart und ihr Co-Pilot vergeblich gesucht. Zwei Jahre später wird Earhart offiziell für tot erklärt. Lange glaubt man, Amelia Earhart sei 1937 bei dem Absturz im Pazifik direkt gestorben.
Dann aber nähren menschliche Knochen und Reste eines Frauenschuhs, die 1940 auf der unbewohnten Kiribati-Insel Nikumaroro gefunden werden, neue Spekulationen. Könnte Erhard den Absturz möglicherweise doch überlebt und noch wochenlang auf dem Eiland um ihr Leben gekämpft haben? Eine Frage, über die Experten bis heute streiten. Es ist das tragische Ende einer weltbekannten und wagemutigen Flugpionierin. Frankreich im 15. Jahrhundert. Seit 1337 kämpfen im Hundertjährigen Krieg Engländer gegen Franzosen. England verbündet sich mit dem Herzogtum Burgund und besetzt weite Teile Frankreichs. Es sieht nicht gut aus für den rechtmäßigen Thronfolger Charles. Doch er bekommt Hilfe. Aber kein muskulöser Ritter wird zum Retter Frankreichs, sondern ein einfaches, aber mutiges Bauernmädchen. Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans. Schon als Kind hat Jeanne Visionen. Ihr erscheinen mehrere Heilige, die zu ihr sprechen. Ihr Auftrag ist klar. Gott hat dich auserkoren, dem König zu helfen. Gott will, dass du Frankreich befreist. Befreie Orléans und du wirst sehen, es ist wahr. Schon lange kennen die Franzosen zu dieser Zeit eine Prophezeiung. Eine Jungfrau werde kommen und Frankreich erlösen. Jeanne fühlt sich auserwählt und reist nach Vaucouleurs. Dort hat es das junge Mädchen nicht leicht. Wie willst du den Krieg mit den Engländern führen? Schafe hüten kannst du bestimmt, aber kannst du vielleicht auch ein Schwert führen, hä? Sie muss sich erst beweisen. Als junge Frau im Mittelalter alles andere als leicht. Nicht eine Schlacht habt ihr bis jetzt gewonnen. Doch Jeanne macht schnell von sich reden. Die wundersame Bauernmagd berichtet immer wieder von ihrem göttlichen Auftrag. Sie trägt Männerkleidung und schneidet sich die Haare ab. Jeanne kämpft sich hoch. Der Stadthauptmann hört sie an und stellt ihr ein Empfehlungsschreiben aus. Sie geht volles Risiko. Gut 500 Kilometer reitet sie mit einer Eskorte durch Feindesland zum rechtmäßigen König Charles. Endlich angekommen, wird die Jungfrau vorgelassen. Ihr müsst auf den Thron. Das ist Gottes Wille und er hat mich gesandt. Gebt mir Soldaten und ich werde die Engländer besiegen. Jeanne ist wild entschlossen. Sogar demütigende Prüfungen ihrer Frömmigkeit und ihrer Jungfräulichkeit lässt sie über sich ergehen. So will Charles, dem damaligen Glauben entsprechend, ausschließen, dass die junge Seherin mit dem Teufel im Bunde steht. Jeanne schreckt nicht mal das ab, für ihr Ziel zu kämpfen, die Engländer aus Frankreich vertreiben und Charles zum Thron zu verhelfen. Charles lässt sich schließlich überzeugen und gibt dem Mädchen eine Chance. 1429 reitet Jeanne mit einem kleinen Trupp gegen das besetzte Orléans, mit gerade mal 17 Jahren. Zuerst sieht es nicht gut aus. Jeanne wird verletzt. Aber sie kämpft weiter. Verwundet führt sie ihre Männer in die Schlacht und erstürmt Orléans. Die Engländer müssen sich weit nach Norden zurückziehen. 2 Monate später wird Charles in Reims tatsächlich zum König gekrönt, wie Jeanne es vorhergesehen hat. Innerhalb eines Jahres ist aus der Bauerstochter, die nicht einmal lesen und schreiben konnte, eine Feldherrin und Königsmacherin geworden. Genützt hat es der taffen Jeanne nichts. Zuerst als Retterin Frankreichs gefeiert, gerät sie in englische Gefangenschaft. Sie weigert sich, ihre Überzeugungen zu verraten und wird 1431 als Ketzerin auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Immerhin wird die tapfere Lady posthum rehabilitiert. Sie gilt heute als Nationalheldin Frankreichs und wird von Katholiken als Heilige verehrt. Fazit: Mehr mutige Frauen braucht die Welt. Wer sind für euch die wagemutigsten Ladies in der Geschichte? Lust auf noch mehr skurrile Geschichte? Dann abonniert diesen Kanal.